die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Christina Stecklein und dies sind die Themen für Freitag, den 17. November. Grant Hendrik Tonne soll im neuen Kabinett Kultusminister werden. Im Gespräch mit der Hake verrät der bisherige parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist. Am Samstag fällt dann die endgültige Entscheidung. Im Nienburger Rathaus ist eine Ausstellung unter dem Titel »Wenn aus analog digital wird, Gewalt gegen Frauen im Internet« zu sehen. Die Ausstellung hat die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Nienburg, Sarah Peters, anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen initiiert. Das Ganztagsschulenangebot treibt der Nienburger Stadtverwaltung, der Politik und auch den Lehrkräften tiefe Sorgenfalten ins Gesicht. Es fehlen die Kapazitäten, um alle Kinder, die das Angebot annehmen wollen, zu versorgen. An der Grundschule am Bach und an der Alpheide-Schule sollen zum kommenden Schuljahr Containeranlagen aufgestellt werden. Rehburg-Loccum ist mit seinen 5 Ortsteilen Bad Rehburg, Loccum, Münchehagen, Rehburg und Winsler in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen worden. Auch wenn Rehburg-Loccum als Stadt tituliert wird, ist sie als Dorfregion ins Programm aufgenommen. Jetzt liegt der Entwurf des Dorfentwicklungsplanes vor, der jetzt in Grundzügen im Ortsrat Rehburg vorgestellt wurde. Die anderen Ortsräte folgen in diesen Tagen. Zum Sport. Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Nienburg spielen bislang eine starke Saison und feierten in 6 Partien 5 Siege. Am Sonnabend wartet mit der HSG Hannover West der Tabellenzweite auf Neder Thomas und Co. Anwurf in der Liebenauer St. Laurentius-Halle ist um 17.15 Uhr. In der Fußball-Kreisliga steht der 17. Spieltag auf dem Programm. Bezirksliga-Absteiger TuS Drakenburg ist dem Tabellenführer aus Rehburg dicht auf den Fersen. Nach einer witterungsbedingten Zwangspause von 3 Wochen möchten sie möglichst wieder am Sonntag ins Geschehen eingreifen. Vor allem die jungen Wilden um Konstantin Paskowski und Kilian Mielke konnten bislang bei den Drakenburgern überzeugen. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Freitag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe die Hake weiterverbreitet werden.